Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem Joao Felix Squad Builder Battle! Ja, Freunde, wir haben uns heute hier den jungen Mann von Atleti rangeholt. Passend zur Adidas Promo, Nike auf dem Trikot. Sehr, sehr nice. Ja, der Mann hat auf jeden Fall sehr, sehr geile Werte. Kostet ungefähr 850 bis 910.000 Münzen. 5 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot. Und hat eigentlich schon ganz, ganz geile Werte, ne? Und heute am Start haben wir den Mr. Benji. Hallo Freunde, danke für das ausführliche Review. Jetzt bin ich noch mehr gespannt, wie er spielt. Übrigens, die Price Range ist nur 850 bis 900 glatt. Stark, sehr, sehr wichtig. Okay, ja, Freunde, bei Benji haben wir natürlich auch was aufgenommen. Lasst da einen Daumen nach oben da, also auch hier natürlich und da. Wir haben gerade 10.39 Uhr Ortszeit Düsseldorf. Also hier auf dem Samstag sehr, sehr früh bei Benji. 13.39 Uhr. Ja. Ja, warte kurz hier. Warte mal. Was soll das jetzt machen? Ja, und ich würde sagen, wir können auch direkt reinstarten. Bist du bereit? Wer soll anfangen? Natürlich, ich kann direkt reinhalten. Leute, nicht vergessen, Daumen nach oben auf das Video da lassen. Für Ciao. Direkt hier gesnackt, ne? Am nächsten Tag, Freunde. Smash. Ciao. Smash the motherfucking Like-Button. Es könnte sein, dass ich eventuell ein bisschen durcheinander bin. Ich habe durchgemacht und noch nicht geschlafen. Wenn ich verlieren sollte, liegt es daran. Ich halt rein. Kann man mal machen, einfach mal durchmachen. Wieso nicht? Gut, ich starte rein mit meinem linken ZOM und da gehe ich mit Marcos Llorente. Ist hoffentlich relativ unoffensichtlich, weil er eigentlich ja so ein ZDM ist. Offensiv weiß ich gar nicht, hat gute Werte eigentlich. Und vorne im rechten Sturm gehen wir mit Kylian Mbappé. Hast du schon wieder was ganz schön vor, lieber Stefan, ne? Ja, sicher. Ich bin froh, dass ich dir mal reingerätschen darf in dein Vorhaben. Nein, nein, nein. Vielleicht im Laufe des Videos. Ich habe Fekir und Morientes. Let's go. Komm mal, ganz wichtig da vorne, die Männer. Fuck. Okay. Fuck. Das ist gar nichts gut. Ich spiele die 4-4-2, wie ihr schon sehen könnt, Freunde. Ich spiele im rechten Sturm auch Mbappé. Ich spiele Griezmann. Hat er bestimmt wieder aufgeschrieben, weil Stefan irgendwie alles aufschreibt, was ich in meinem Kopf drin habe. Und auf der linken Seite spiele ich linkes Mittelfeld. Ja, da muss er weiter runtergehen. Ja. Ansu Fati. Ja, let's go. Nein. Let's go, es geht weiter. Come on. Alter, erzähl, gib mir die Breitseite. Ansu Fati aufgeschrieben und Morientes. Das gibt es doch nicht, Digga. Ich bin so in deinem Kopf drin, das wirklich? Ist unglaublich. Aber wen willst du auch sonst nehmen? Weil ich kenne die Formation und du willst natürlich links gleich einen Stronglink haben. Und es gibt halt nur so viele Spanier. Und wen willst du, Digga? Meine Fresse. Ja, ey, mach mir hier nicht so viele Schimpfwörter rein. Der irgendeinen Trick, wie der mein Team sieht. Letztes Video auch schon hat der... Ach, scheiß drauf, Digga. Gut, wir machen weiter. Ich halt rein. Benji hat übrigens einen Torwart reingestellt. Ja, mega cool, Digga. Ich mache mich nochmal bereit, wieder alle Spieler bei mir rauszustellen. Ich bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott, oh mein... Ach du, ich habe voll den Fehler gemacht. Egal, ich kann nicht mehr ändern, ne? Ne, jetzt habe ich losgelegt. Ach, du hast da noch gar nichts gesagt. Ich habe schon Spieler drin, Digga. Ja, das ist jetzt verzweifelt. Egal, komm, mach einfach. Behalt die. Okay. Wirklich? Was hast du denn falsch gemacht? Ja, ich habe das so aufgeschrieben, dass Griezmann gar keinen Link hat. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn, aber egal, komm. Ich habe Marcos Llorente im ZM. Ich habe im anderen ZM Kanté. Und im rechten Mittelfeld spielt Joe Cole Hero. Oh, Joe Cole. Ich habe aufgeschrieben, Lars Ricken, Goretzka und Sané. Keine Ahnung, was da los war. Hey Stefan, danke schön, dass du mir eine Chance lässt, Spieler zu behalten, dass du sie am Ende discarden kannst. Das ist sehr nett von dir, Digga. Das ist so wunderschön nett. Okay, also gehen wir. Ja, mit dem Offensichtlichen. Und das ist mein Spieler, den ich noch nie gespielt habe, aber richtig Bock auf den habe. Ich hoffe, ich darf ihn spielen, aber es ist echt... Abedi Pelé habe ich natürlich genommen. Dann gehe ich im rechten, zentralen, defensiven Mittelfeld gehe ich mit einer OP-Karte, und zwar Renato Sanchez. Und in den linken, zentralen Mittelfeld gehen wir mit Robbie Keane, der Icon. Endlich habe ich dich, Digga. Endlich habe ich dich. Wen hast du denn? Gar keinen. Pedri Guendouzi Cantona. Was? Cantona? Den habe ich doch gar nicht im Verein. Sorry, dass ich deinen Verein nicht studiert habe, Stefan. Ach, komm, da musst du mal ein bisschen Hausaufgaben machen. So, Freunde, Außenverteidiger. Es geht um Pace, es geht um viel, es geht um einiges. Ich halt rein.
Ich habe ja Marcus Llorente, ne? Das heißt, ich könnte rein theoretisch jeden Spanier. Ich glaube, du gehst gar nicht mit der spanischen Liga. Ja, doch, ich gehe mit Gaia. Ich habe einfach den genommen. Ist der nicht ein bisschen langsam? Ja, der ist eigentlich, also er ist halt nicht so krass. Also er ist einer der durchschnittlichen, würde ich sagen. Und rechts kann ich eigentlich auch so gefühlt machen, was ich möchte. Und da habe ich jetzt richtig Angst, mir irgendwas zu verbrennen, ne? Weil das ist heiß. Also ich könnte jetzt so richtig unauffällig gehen mit Dobouin, Sidibé, Aguilar, Hakimi. Schöne französische Aussprache. Ich wette mit dir, dass du Atal aufgeschrieben hast. Ich könnte meinen linken Hoden darauf verwetten. Ich habe da so ein Gefühl, dass du den hast. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob ich mit Hakimi oder mit Atal gehen soll. Boah, das ist jetzt schwer. Ich glaube, du hast Atal aufgeschrieben. Scheiße, was mache ich jetzt, Mann? Ich habe Atal in Rot. Scheiß drauf, Mann. Ich gehe einfach mit Aguilar. Ich habe keine Eier gerade, Mann. Als ob du keine Eier hast, Mann. Ja. Ich habe Atal aufgeschrieben, Mann. Let's go. Ich habe so ein Gefühl. Bruder, wie kannst du das wissen, Mann? Keine Ahnung. Hey, und Alba, Jordi Alba. Mann. Digga, wie kannst du so in meinem scheiß Kopf drin sein? Was ist das, Digga? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Was machst du mit mir, Stefan? Bestimmt hast du jetzt auch wieder die Spieler, die ich aufgeschrieben habe. Ich mach's ganz kurz und schmerzlos. Komm, sag's mir direkt, dass du Reece James als Rechtsverteidiger aufgeschrieben hast. Und als Linksverteidiger, Dingsbombs, hier, wo bist du Wichser? Ja. Adria Pedrosa. Ich habe Berchiche und Walker. Gestern habe ich doch bei dir den Walker aufgeschrieben. Nee, ich dachte, du hast mir, James das aufgeschrieben. Deswegen dachte ich mir, dass... Ja, das machst du nicht nochmal. Schade. Wichtig und richtig, Digga. Schade, Marmelade. Wichtig und richtig. Gut, die letzte und heiße Phase ist angebrochen. Wir halten rein und Benji lockt ein. Locke mal einmal, Lagasuflaki. Alles klar. Okay. Leben oder Tod des neuen Gamings würde ich das sogar jetzt schon fast nennen. Ich spiele in der Innenverteidigung. Auf der rechten Seite Upamecano. Dann gehe ich mit der Icon und zwar, wie heißt der mit Vornamen? Maxin Lacroix. Und im Tor spielt bei mir der gute alte Castells. Ja. Ja, mein Lieber, da muss ich einen Strich durch die Rechnung machen. Ich habe aufgeschrieben Van Dijk, Navas und Upamecano. Also macht natürlich keinen Link, das ist die Linken, aber... Ich dachte mir, komm, schreib schon. Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Es passt doch gar nicht zusammen, was du da aufschreibst. Na, ist doch egal, aber es passt ja trotzdem der Snipe raus. Du kannst jetzt einfach deinen Fresh halten und reinhalten und dann noch einen Bronzespieler reinpacken gleich. So eine Freche habe ich noch nie erlebt, Digga. Also jetzt habe ich wirklich alles erlebt. Also, ich hatte ja eigentlich mit Atal rechts geplant, deswegen hoffe ich nicht, dass du auf meine Fährte gekommen bist, dass ich in der Innenverteidigung mit Franzosen gehe, und zwar mit Diop Varane. Und da... der Diop jetzt hier einen vernünftigen Link hat, müsste ich im Tor auch eigentlich mit jedem gehen können. Deswegen müsste das eigentlich so passen. Gehe ich mit Martinez. Wer ist denn Martinez schon wieder? Ach, scheiß drauf. Lacroix, Upamecano, Maicon. Das ist ein 84er Torwart von Aston Villa. Noch nie gehört. 1,95 groß. Ich wollte was mit Varane gehen. Da habe ich keine Lösung gefunden. Mann, Stefan! Team stehen. Mehr oder weniger. Ich würde sagen, ich lade dich ein. Scheiße, und dann gehen wir rein. Let's go. Mann! Deine Fresse. Okay, let's go, wir gehen rein. Kylian Mbappé. Achso, du hast ja Mbappé und Ciao. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Oh, Ciao. Oh, Ciao. Was ist die denn auf? Oh, Ciao. Was ist die denn her? Ey, der fällt um! Was war das denn? Oh mein Gott, ja, Digga. Hast du gesehen, wie er umgefallen ist? Der ist umgefallen, der dumme Digga. Oh. Macht denn der einen Ausfallschritt von selbst, die dumme Sache? Oh! Verwandt. Ah, da haben wir fast genommen. Oh, oh. Den krieg ich denn hier anvisiert? Was Joao! Schieß doch! Ja, komm, spring! Alter, der kann ja gar nicht springen. Spiel doch, komm, wohin rennst du denn, Mann? Digga. Nein! Oh, oh. Komm, Junge, Mbappé! Boah, scheiße, guck mal, der kommt! Oh mein Gott! Ja, Baby! Was? Ich hab ihn so früh rausgeholt. Oha, that's what he said. Ey, that's what he said. Oder, keine Ahnung, lol. No, sexually. He said, she said. Wo ist denn mein Abedi? Ja, was jetzt kommt. Was ist denn das für einen Laufweg? Oh mein Gott! Setz dich ein, Junge! Wer wechselt doch? Nicht angesehen, du. Ey, ich schwör's dir, das ist gerade so schlimm, das Spiel. Ey. Bruder, was ist das für eine Ballannahme von Felix? Hä? Also ich hab 2-1 gedrückt, aber der sollte nach hinten flicken. Ich meinte R3, lol. Oh, oh. Ja! Ey, wer guckt da? Ich hab's gehört. Stefan, bist du heim? Bist du da home? Guck dir das an. Meine Spieler einfach die ZMs. Ich schwör's dir, die stehen so scheiße, ne? So zwischen den Räumen. Ich hasse das.
Alter, schneid das mal bitte rein. Das ist ja unglaublich, was der Junge da die ganze Zeit für Time-Wasting macht. Ja, Alter, ich drehe da echt komplett durch. Ja, und da ist jetzt Platz. Ja, stark. Genau sowas sehe ich hier komplett. Ja, ich hab's gesehen, ohne Spaß. Es ist so ein Dreckspiel, unglaublich. Das war wirklich das hässlichste Tor, was ich heute geschossen habe. Es ist unglaublich. Das war das hässlichste Tor, was ich geschossen habe. Ja, manchmal ist das Game wirklich, du denkst dir einfach nur, komm. Diop, hast du geguckt? Wie heißt das noch? Nicht mal, guck mal, Abedi Pile, schneid's rein. Ein 5-Meter-Pass kommt nicht an. EA Sports nimmt meinen Penis einfach nur in den Rachen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Oh mein Gott, dieses Spiel! Jetzt aber. Oh mein Gott. Ja, jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Ich stoße hier einfach gar nichts ab, ne? Dieses verdammte Hurensohn-Spiel. Bruder, was mache ich, hä? Ja. Bruder, ich habe vorhin mit dem Kack-Team besser gespielt. Ja, dieses mistkaputten Spiel einfach! Komm! Er köpft den Ball, ja. Komm! Junge, geh doch mal nach vorne, du Scheiß! Alexis! Ey, gib mir doch auch einmal den Ball. Schiri 5, blow the whistle. It's time to finish the game. It's time to finish the game, Schiedsrichter. Referee, it's time to finish. Ach komm, unglaublich, wirklich unglaublich dieses Spiel. Es tut mir leid, Stefan, wirklich. Also, es war wirklich... Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich in deinen Kopf komme. Du bist sowieso schon die ganze Zeit im Kopf, ne? Das ist halt das Problem. Ey, ich habe einfach ein Joao Felix, 900k, Mbappé 1, keine Ahnung, 3 Millionen, Abedi Pele 750k, der wirklich in diesem Spiel der größte Rotz war, aber es hat sich nichts funktioniert. Renato Sanchez, Müll. Was machen wir denn? Es kann so teuer werden. Es kann so verdammt teuer werden. Abedi Pele 750, Felix 900k, Keane 300, Mbappé 1, noch was. Ich habe gar keinen Spieler von dir getroffen beim Snipen. Ich war gar nicht im Kopf drin. Ne? Ich hoffe, dass ich jetzt in den Kopf komme. Ich nehme den rechten Stürmer. So ein verdammtes Dreckspiel, dieser Abedi Pele 750k. Hier, ey. Ich hab ihn, glaube ich, als letztes noch umgestellt mit dem Stürmer. Ich kann mich gerade so aufregen wie ein Deckspiel! Unglaublich, ey. Okay, ja. Schmerzt echt im Herzen, den abzugeben jetzt hier. 750k. Tut weh. Bye, bye, Abedi. Ja. Ja, wir haben bei Benji auch was aufgenommen, Freunde. Könnt ihr jetzt abchecken? Da geht's auf jeden Fall ab. Und dann würde ich sagen, gehört dir das letzte Wort. Ich bin raus. Ciao, ciao. Macht's gut, Freunde. Schlaf gut. Guten Frühstück, guten Abend, guten Mittag. Macht's gut und tschüssi.